Vielleicht noch ein Pad, man weiß es nicht. Das auf keinen Fall. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Producer. Ich hoffe, ihr habt entspannte Sommertage und könnt auch bei über 30 Grad draußen noch die Sonne ein bisschen genießen. Wir wollen heute ein bisschen produzieren wieder. Das wird was ganz Experimentelles, denn wir schauen uns eine der Funktionen in Retrolog 2 an, die tatsächlich ziemlich unbekannt und relativ selten genutzt werden, nämlich die Sidechain-Funktion. Wir haben in Retrolog 2 die Möglichkeit, verschiedene Signale aus unserem Projekt durch Retrolog durchzuschicken und dort verschiedene Funktionen aus Retrolog zu nutzen. Aber das schauen wir uns alles direkt am Beispiel an und wir starten mal in Cubase. Lasst uns einen Beat produzieren. So, zuallererst wollen wir mal eine Melodie einspielen, die wir dann durch Retrolog schicken können. Und dafür denke ich, dass wir hier diese Bright Mallets hier oben nutzen könnten. Wir sind im Moment in 120 BPM. Ich zeige euch mein Keyboard und wir schauen mal, was entsteht. Das würde ich gerne als Loop verwenden und damit starten wir erstmal durch. Das dupliziere ich mir auf 4 Takte und kann das Metronom fürs Erste ausschalten. Okay, jetzt geht es uns um Retrolog. Und ich füge als Nächstes uns hier eine neue Spur hinzu, nämlich eine Instrumentenspur mit dem Retrolog drauf. Und in diesem Fall wollen wir Retrolog also nicht als Synthesizer nutzen, sondern möchten hier nur die Effektsektion verwenden. Und dafür haben wir die Möglichkeit, unser Signal von der anderen Spur durch Retrolog durchzuschicken. Und wie das geht, schauen wir uns direkt an. Wenn wir in Retrolog hier an der oberen Seite den Sidechain aktivieren, dann haben wir die Möglichkeit, hier einen Kanal in Retrolog reinzuschicken. Und hier kann ich per Sidechain-Eingang uns zum Beispiel auswählen, dass wir hier die Bright Mallets reinschicken wollen. Die werden automatisch hinzugefügt und laufen jetzt in Retrolog rein. Und was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte die Bright Mallets nur noch durch Retrolog hören, aber nicht durch die Spur selber von den Bright Mallets. Dafür kann ich einfach in die Kanaleinstellungen gehen und hier oben diesen Send, der jetzt an Retrolog geschickt wird, auf Pre-Fader setzen, sodass der hier blau ist. Wenn ich jetzt den Regler auf der rechten Seite ganz runterziehe, dann kommt das Signal aus den Mallets nur noch durch den Retrolog bei uns an und eben nicht durch den Kanal selber. So, und im Retrolog selber ist dieser neue Regler hier aufgetaucht, nämlich Input, mit dem wir dann eben regeln können, wie viel wir von den Bright Mallets hören wollen. Und wir hören die nur, wenn ich auch gleichzeitig Signal durch den Retrolog schicke, durch das MIDI-Signal. Und da muss ich also irgendeine Taste drücken. Dann hören wir gleichzeitig das, was von den Bright Mallets kommt. Gleichzeitig aber im Moment diesen ersten Oszillator und den können wir an der Stelle gerne mal ausschalten. Genau, damit funktioniert das MIDI-Signal, das wir in den Retrolog reinschicken, also wie eine Art Gate. Wir können damit also steuern, wann das Signal zu hören sein soll und wann nicht. In meinem Fall möchte ich das aber die komplette Zeit hören, deswegen halte ich einfach mal eine Note über die gesamte Zeit gedrückt und damit lassen wir die ganze Zeit das Signal von Retrolog durch. So, die Note ziehe ich über unsere 4 Takte, die dürfen wir nicht vergessen mitzunehmen und jetzt kann ich die wunderschönen Effekte aus dem Retrolog nutzen auf unseren Bright Mallets, nämlich die, die wir hier drüben im Effekt-Tab finden. Und einer der Effekte, die uns hier wahrscheinlich mit die spannendsten Sounds erzeugen werden, ist der Resonator hier im linken Bereich. Dort finden sich also viele spannende Filterformen, die wir nutzen können und damit interessante Modulationen und Bewegungen erzeugen können. Ich kann hier auf der rechten Seite mal ein paar Presets anschalten, damit wir dort mal reinhören können. Da stecken also Filterformen und Modulationen drin, die unglaublich viel Farbe dazugeben können. Und ich denke, damit lohnt es sich durchaus hier mal zu experimentieren und was Spannendes entstehen zu lassen. Und ich füge hier mal noch Phaser und Modulationseffekte mit hinzu. Und es könnte durchaus auch spannend klingen, wenn wir einfach direkt einen Hall auf den Bright Mallets hinzufügen, die dann mit durch den Resonator gehen. Lasst uns mal Raum hier drauf packen. Das geht schnell und klingt bestimmt interessant.
Genau, ich habe das Ganze noch ein bisschen gefiltert mit dem FabFilter Pro Q 3 und habe danach den SSL E-Channel und den CLA 76 draufgelegt, um hier noch Kompression und Farbe hinzuzufügen per Equalizer. Und damit klingt das Ganze auch schön präsent und wir schauen mal, wie wir das in Szene setzen können mit anderen Instrumenten. Okay, und das braucht Präsenz, auf jeden Fall. Größer, weiter, breiter. Ein schöner Trick, um auch auf solchen Stereosignalen wie diesem hier noch ein bisschen Breite dazu zu bekommen, ist mit Side-EQing. Ich habe hier zum Beispiel den Shaps 73, wunderschönes Plugin, um im MS-Modus hier an den Seiten in der Mitte noch ein bisschen was dazu zu geben. Es öffnet gleich alles, ein ganzes Stückchen. Und in der Mitte machen wir stattdessen ein bisschen Platz. Sehr schön. Und so machen wir aus einem Piano was ziemlich Pad-ähnliches. Also ich habe mit Replika hier sehr viel Diffusion hinzugegeben, das im Stereobild wandern lassen. Und jetzt schnappe ich mir den gleichen mit Sidechaining-Trick, um aus den Mitten was wegzunehmen und die Seiten zu betonen und vor allem die Bässe ein bisschen rauszunehmen. Hier können wir durchaus jeweils einen High-Pass setzen. Das gibt sehr viel Breite. Ohne? Und mit? Und im Mix. Sehr, sehr schön. Sehr atmosphärisch geworden, ganz weich vom Sound her. Vielleicht noch ein Pad, man weiß es nicht. Das auf keinen Fall. Ganz sanft und sparsam eingesetzt. Ja, diesen Synthi, den hätte ich gern auch weiter im Hintergrund. Und was wir dort machen, das ahnt ihr schon. Nochmal den guten Retrolog einsetzen. Und gleiches Routing wie gerade eben, nämlich über das Sidechaining füge ich hier den Synthi hinzu. Ja, und damit können wir das ebenfalls mit dem Resonator noch ein Stückchen nach hinten bewegen und brauchen uns keine Sorgen machen, dass der Synthi hier den anderen Instrumenten die Show stiehlt. Okay, dafür brauchen wir ebenfalls eine MIDI-Note, die haben wir schon. Und jetzt klingt das Ganze so. Ja, hier könnten wir wunderschön wieder ein bisschen Facing drauflegen. Sehr schön. Und hier einen schönen großen Hall. Und plötzlich bekommt der Synthi ein ganzes Stückchen mehr Farbe und steht weiter im Hintergrund. Cool. So, dann hören wir uns doch mal an, was heute entstanden ist mit den Modulationen aus dem Retrolog 2. Let's go.
Lasst uns das eine Beatskizze nennen. So, da ist doch wieder was ganz Spannendes heute entstanden. Und ich denke, ganz viel von der Atmosphäre dieser Beatskizze kommt tatsächlich aus dem Retrolog, aus dem Resonator daraus. Also das hat ganz viel Atmosphäre hinzugegeben, was alle anderen Kompositionsentscheidungen und weiteren Instrumente sehr stark beeinflusst hat. Und deswegen ist das so ein sehr atmosphärischer und breiter Sound geworden hier drin. Mich würde auf jeden Fall voll interessieren, ob ihr ebenfalls schon mal mit der Sidechain-Funktion in einem VST-Instrument gearbeitet habt, beziehungsweise was dabei Spannendes entstanden ist. Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare und für alle, die noch nicht abonniert haben, nehmt gerne unten den Abo-Button und das Glöckchen mit. Ich wünsche euch eine möglichst schattige Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut!